Hallo, liebe Gemeinde, hier ist der Preußensondler. Der Preußensondler war heute in Grünheide. Ich hatte vorhin schon einen Film gedreht, den werde ich natürlich als erstes hochladen bei YouTube. Und das ist dann mein zweiter oder dritter Film zu dem Thema. Und es geht um den Mega-Hortfund. Wer meine Filme alle gesehen hat, der kennt den Film. Das war der Film, wo ich 66, ich glaube, es waren 66 Münzen gefunden hatte. Und das war ja so eine schiere Menge. Das war ja so unglaublich viel, dass ich damals ja nicht geschafft hatte, die alle auszubuddeln. Es wurde dann auch dunkel und nach circa 2 Monaten bin ich dann heute wieder zu dieser Stelle gefahren. Und ich kann nur sagen, es war sagenhaft. Ich habe wirklich coole Sachen gefunden. Nicht nur Münzen. Letztes Mal hatte ich ja hauptsächlich Münzen gefunden, außer dieses Nazi-Polizeiabzeichen. Das war natürlich auch sehr cool. Aber diesmal habe ich zu den Münzen eben auch jede Menge andere kleine interessante Sachen gefunden. Und das werde ich jetzt mal für euch auspacken. Okay. Hier oben müssten... Nee, das machen wir als zweites. Jetzt kommen erstmal diese ganzen Münzen, die ich wie letztes Mal gefunden hatte. Hauptsächlich 10 Pfennig Deutsches Reich in verschiedenster Ausführung. Ja. Und ich kann gleich vorweg sagen, auch diesmal habe ich nicht geschafft, alle Münzen auszubuddeln. Also da, ich kann es überhaupt nicht abschätzen, wie viele da noch sind. Es sind Unmengen. Einfach nur Unmengen. Das letzte Mal war ja das Problem gewesen, dass ich meinen Pinpointer nicht bei hatte. Den hatte ich aber diesmal bei. Was ist denn das? Das habe ich auch heute nicht gefunden. Ist ich noch, das hatte ich hier an meinem Strand. Ja, an meinem Strand habe ich diese wunderschöne Schleife gefunden. So, wir können ja schon eben mal zählen, wie viel dieser Münzen wir haben. Machen wir mal ganz schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, oh Gott, 14 und 5 sind immer 19, 20, 22, 4, Gott, 6, 8, 30, 33, 36, 39, 40, es sind 44 Münzen. Jawohl. So, die müssen natürlich alle noch gesäubert werden. Ich kann auch überhaupt nicht sagen, ob da was ganz Besonderes bei ist. Bei 2, 3 hatte ich den Eindruck, dass die etwas schwerer waren. Und da könnte vielleicht was Nettes drauf sein. Hier zum Beispiel können wir sehr gut sehen, das ist eben der Reichsadler, Preußenadler. Und das ist die etwas jüngere Münze. Ne? Bei den älteren dieser Art ist der Adler dann kleiner. Und jetzt sind garantiert 10. Ja, da ist es zu sehen. 10 Pfennig Deutsches Reich. So, okay. Das wäre jetzt zu diesen Münzen. Die werde ich natürlich noch säubern und euch nachher zeigen. Ach, guck mal. 45 und 46. Es geht noch ein bisschen weiter. Nochmal 47, 48. Also knapp 50. Letztes Mal waren es 66. So, jetzt kommen wir zu dem etwas interessanteren Fach. Die Münzen sind auch interessant, aber hier waren, glaube ich, ein paar echte kleine Nettigkeiten. Ich nehme das einfach mal raus. Achso, ein paar Euro-Münzen sind auch bei. Ich war nämlich vorher noch am Strand in Grünheim. Naja, so draus. Was soll's. Vorsichtig, vorsichtig. Das sind ja alles sehr fragil. Ne? Das lag natürlich mindestens 70, 80 Jahre in der Erde. Und dementsprechend ist das nicht mehr ganz so fit. So, das sind die Euro-Münzen. Da haben wir einen Zwilling. Tja, das scheint noch Geld zu sein, was ich in England gefunden hatte. Ich weiß nicht, kann man das sehen, was das ist? Da ist eine 1 drauf. Also, genau. Siehst du da irgendwas?
Ich bin nämlich hier heute bei meinem Kumpel, der arbeitet auf einer Tankstelle. Ja, na, ist egal. Vielleicht habt ihr das gesehen. Wer die Münze von euch kennt, der weiß, was das ist. Logisch. Okay, das wäre jetzt erstmal zu den Münzen und zu den Euros. Und jetzt kommen wir mal zu den kleineren Artefakten. Da hatte ich als erstes diesen Stern gefunden. Und da war ja hier bei Berlin sind, bin ich erstmal davon ausgegangen, dass das ein Russenstern ist. Aber das ist es, denke ich, nicht. Weil der sieht doch etwas anders aus. Der hat zwar auch fünf Spitzen, aber ich glaube, es ist kein Russenstern. Näheres werden wir auf jeden Fall sehen, wenn wir das hier säubert haben. Ist dann die Frage, ob da vielleicht noch ein bisschen Farbe drauf wäre. Das wäre natürlich cool. Sag mal, kann ich hier etwa im Zentrum des Sterns da irgendwas erkennen? Warte mal, geht das? Ich weiß, warum das nicht geht. Ach doch, weil man muss eine, glaube ich, eine helle oder eine dunkle unter. Ist egal. Warum ein bisschen weiter weg? Ah, ist egal. Das, wenn, ich säuber ja die Funde und dann hoffentlich ist da noch ein bisschen farblich was zu sehen. So, das denke ich ist rein von der Optik her das typischste Teil. Und ich habe mir natürlich auch schon Gedanken gemacht, was das gewesen sein könnte. Und ich glaube, dass das ein Buchverschluss ist. Ja, die Seite war auf der Innenseite des Buches befestigt. Und mit der Kette hat man das dann auf der anderen Seite befestigt. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich so ist. Aber, ist noch. Okay. Vielleicht habt ihr gerade den kleinen Cut gemerkt. Ja, kam was dazwischen, muss mal kurz aufhören. Nochmal abschließend zu diesem Teil. Das ist natürlich alles nur eine These. Ich weiß nicht genau, ob das mit dem Bücherverschluss, ob das stimmt. Wenn jemand von euch das besser weiß, wisst ihr ja, bin ich immer sehr dankbar, wenn ihr mich darauf hinweist und mir das vielleicht ja, genau erklären könnt, was das ist. Was sehen wir denn eigentlich hier drauf? Ich meine, ist das eine Wein? Ja, ich glaube, das ist eine Wein. Ranke oder Rebe oder so, ja? Oder ist das hier ein Pferdekopf? Jetzt wird es ja ganz verrückt. Ist das? Nee, das ist kein Pferdekopf. Nee, ist nicht. Glaube nicht. Also, was man schon mal sehen kann, ist, dass es grünlich ist. Ja, Grünspan. Und das lässt dann halt auf Kupfer erstmal den Verdacht zu. Gut, jetzt haben wir aber noch was. Nee, alles. So. Das war auch einer meiner ersten Funde. Das ist eine kleine Glocke. Und wenn ihr mal hört, es glockt noch nicht, aber die Kugel ist auf jeden Fall innen noch drin. Und ich möchte wetten, dass wir die nachher noch zum Klimpern bringen. Ja, okay. Und weiter geht's. Ist jetzt halt nicht mehr ganz so viel, aber ein, zwei Nettigkeiten habe ich noch. So. Okay. Was ist denn das für ein Müll? Das ist nämlich genau das, was ich gesagt habe, ist Müll. Ist da oben drauf? Sah gerade kurz so aus. Nee, das ist Müll. Ja. So, was haben wir denn hier? Ach ja, stimmt. Ah ja, siehst du, an den Knopf, den hatte ich schon wieder vergessen. Das ist ein Knopf. Bin ich mir ziemlich sicher. Hier sehen wir die Öse, ja. So. Und ich hatte vorhin im Wald schon gesehen, dass der irgendwie goldbeschichtet ist. Ja, komischerweise, das habe ich ganz oft schon mitbekommen, dass wenn man dann zu Hause ist, man davon gar nichts mehr sieht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass unter all dem Dreck und so weiter was Schönes zum Vorschein kommt. So, dann habe ich diese Teile noch gefunden. Und da sende ich auch gleich einen Aufruf an euch. Ja, was ist das? Ich würde spontan sagen, ein Pfeifenkopf. Ist eine reine These, weiß ich überhaupt nicht, ob das so sein könnte. Ja, wenn das einer weiß, das würde mich ja schon mal interessieren. Wir können das ja mal ein bisschen größer machen. Kann das sein, dass, ja, leider hat sich wieder die Lampe verabschiedet. Aber das ist nicht so schlimm. Ich werde die Funde jetzt erstmal grob reinigen und dann machen wir ein zweites Video. Habe ich gerade beschlossen. Okay.
Ich checke noch mal kurz, dass wir nicht vergessen haben. Die kleinen Sterne, den haben wir hier. Wo ist denn der? Der kleine Stern ist hier. Ja, okay. Dann bis zum nächsten Video. Der Preußensonder.